Das Gewerbegebiet Nordport boomt. Casio und Tesa sind schon da. Conair baut gerade ein Verwaltungs- und Produktionsgebäude. Und so langsam werden im Gebiet sogar die Flächen knapp. Was bislang jedoch fehlte, ist ein adäquates Hotel. Für die Unterbringung von Geschäftskunden zum Beispiel oder für Tagungen und Konferenzen. Bislang. Denn genau so eines entsteht gerade. Jetzt hatte der Bauherr zur Besichtigung der Baustelle des Hotels eingeladen. Nordport Plaza wird es heißen und aus der Vogelperspektive erkennt man schon den Aufbau. Es besteht aus zwei Gebäuden, die zusammen ein Auge darstellen sollen. Rechts das Auge, links die Braue. Das eigentliche Highlight ist aber nicht so offensichtlich. Das liegt unter der Erde, genau genommen sogar über 100 Meter unterhalb der kommenden Tiefgarage. Es wird das erste Haus weltweit sein, was über eine oberflächennahe Tiefengeothermie versorgt werden wird. Das heißt also, dass wir den gesamten Bedarf, Heiz- und Kühlbedarf, den dieses Hotel benötigt, pro Jahr komplett aus dem Erdreich holen werden und auch wieder abgeben werden. Dafür werden noch 40 bis zu 160 Meter lange Erdsonden in den Boden gerammt. Ein eigenes Blockheizkraftwerk kommt auch noch. Das alles soll dann, vorsichtig geschätzt, 250.000 Euro pro Jahr einsparen. Ein weiteres Highlight befindet sich dagegen ganz oben im Gebäude, im 9. Obergeschoss. Am meisten freue ich mich, sagen wir unter uns, auf unsere Senator-Lounge bzw. Sky-Lounge im 9. Stock. Da kann also der Pilot schon beim Landen 4 Bier bestellen. Kann er direkt aufgeben. Es ist ein Besonderes. Und ich halte es für den Standort für Nordport, wird es ein neues kleines Wahrzeichen werden. Wenn die Arbeiten fertig sind, wird hier ein Hotel der 4-Sterne-Kategorie stehen. Die Innengestaltung soll an die Fliegerei der 50er und 60er Jahre erinnern. Wie genau das dann überall aussehen soll, wollte man noch nicht verraten. Aber wenigstens ein Detail gibt der kommende Direktor schon mal preis. Ich nehme alleine schon mal den Teppichbelag für den Tagungsbereich. Der wird gewonnen aus freischwebenden Fischernetzen, die dann gewoben werden. Das Ganze wird darstellen, das ist so die Grundidee, wird darstellen ein Lava, was von außen rot, innen gräulich, hellgräu, gräulich wird und innen der Krater, der wieder knallrot wird. Und das ist alles gewonnen aus eben freischwebenden Fischernetzen aus den Weltmeeren. Also auch da Recycling und Nachhaltigkeit. Kein Geheimnis ist auch die Gestaltung des Foyers, das sich über 60 Meter hinter der geschwungenen Außenfassade erstreckt. Auf jedem zweiten Außenpfeiler wird ein Bild angebracht. All diese Bilder zusammen ergeben dann wiederum ein neues, großes Bild. Zudem wird es zahlreiche abgetrennte Sitzgruppen für ein schnelles Geschäftsgespräch geben. Für den Bauherrn und auch für den Oberbürgermeister ist klar, so ein Hotel sei hier genau am richtigen Standort. Norderstedt wird weiter wachsen. Norderstedt ist einer der Wachstumsorte in der Metropolregion Hamburg. Und viele Unternehmen haben von Anfang an gesagt, Mensch, wir brauchten vernünftige Hotels in der Nähe. Wir haben viele kleinere Angebote in der Stadt, aber ansonsten wurde in Hamburg an unterschiedlichen Standorten untergebracht. Und eben hier direkt vor der Tür etwas zu haben, und hier am Nordport werden ja noch weitere Unternehmen sich ansiedeln, ist im Grunde auch eine Standortvoraussetzung, ein wichtiger Baustein, um diesen Standort insgesamt weiterzuentwickeln. Wir haben die 50 größten Unternehmen in Norderstedt befragt, haben sie besucht und haben sehr viele Erkenntnisse bekommen. Und die einhellige Frage war, wenn wir das Projekt vorgestellt haben, könntet ihr euch vorstellen, dass ihr hier Kontingente bucht? Dann war immer gleich die Gegenfrage, selbstverständlich buchen wir Kontingente, aber wann seid ihr fertig? Doch nicht nur die Unternehmen und deren Geschäftskunden sollen die neue Nobelherberge nutzen. So hat man ganz bewusst das Restaurant im Nebengebäude platziert, um auch Norderstedter als Gäste für die Gastronomie zu gewinnen. Es muss keiner durch die Hotelhalle in ein Restaurant gehen, sondern er kann separat in das Restaurant reingehen. Und zwischen den beiden Gebäuden wird auch noch ein Biergarten entstehen. Also auch noch ein Außenbereich, der gerade, wenn Sie jetzt mal gucken, natürlich spannend ist, zu beobachten, wie die Flugzeuge starten und landen. Dann haben wir natürlich mit der Bar etwas, ich glaube, ich könnte jetzt schon Reservierungsbuch voll machen. 35 Millionen Euro kostet das Projekt insgesamt. Bis hier, gegenüber der Tesa-Zentrale, das 40 Meter hohe Gebäude steht, dauert es noch rund ein Jahr. Geplante Fertigstellung ist im September 2017.